Ihr Team wird bald gegen das Einzige kämpfen, dem es nicht gewachsen ist. Sie. Autsch. Cypher ist der erste weibliche Schurke in der Reihe. Ein Paar für jede Gelegenheit. Obwohl sie so böse ist, hat sie auch etwas Cooles. Zeit für Zombies. Es ist toll, eine Figur zu sehen, die sich einfach nimmt, was sie will. Dom! Willst du dich von deiner Familie abwenden? Dom hat geschworen, niemals seine Familie zu verraten, und sie liebt es, so jemanden herauszufordern. Also ehrlich gesagt, dieser ganze Weltrettungs-Robin Hood-Unsinn, den sie machen, das sind nicht sie. Einige unserer Handlungen in diesem Film zerstören und gefährden definitiv die Grundlagen, auf denen diese Reihe basiert. Wieso nur von Viertelmeile zu Viertelmeile leben, wenn man sein ganzes Leben so verbringen kann? Fast and Furious 8, ab 12. April im Kino. F8, hier ist wieder euer Tyrese, mit lieben Grüßen aus Island. Los geht's! Das Fahren auf dem Eis, großartige Bilder. Wir haben die ganze Szene auf einem zugefrorenen See gedreht. Die perfekte Umgebung für den Schnee und das Feuer. Das waren Explosionen mitten auf dem Eis. Es war wirklich gewaltig. Feuer und Eis. Ich wollte dem Publikum etwas bieten, das es noch nie gesehen hat. Zu Beginn durften wir auf dem See maximal mit 10 Autos gleichzeitig arbeiten. In der zweiten Woche hatten wir schon 28 bis 30 Autos da draußen. Jeden Tag bohrten Sicherheitsleute Löcher ins Eis, um zu sehen, wie dick das Eis ist und wo wir drehen können. Wir hatten Schneemobile auf dem Eis, Schützenwagen. Einen Lamborghini, einen Panzer, Hobbs-Fahrzeug. Einfach fantastisch. Wieso schießen die auf mich? Vielleicht, weil du im orangefarbenen Lamborghini sitzt. Keine Ahnung. Halt die Klappe, Tash! Im Gegensatz zum U-Boot ist das alles echt. Das macht Fast and Furious so besonders. Es ist das einzig Wahre. Wir werden einen größeren Wagen brauchen. Fast and Furious 8. Ab 12. April im Kino. Die sind doch dran. Kann es sein, dass die das persönlich nehmen? Hier sind wir an unserem Set in Berlin. Dom und sein Team haben die EMP-Bombe gestohlen und werden von den bösen Jungs gejagt. Phase 2. Phase 2? Was ist Phase 2? Die Idee für die Abrissbirnen-Sequenz klang einfach richtig cool. Ich las die Szene im Drehbuch und dachte, wie kann eine Abrissbirne so viele Autos zertrümmern? Doch die beste Crew auf Erden macht es möglich. Als erstes bauten wir den Ball aus Stahl, aus 3 cm dicken Stahlplatten. Das Ding wog 16.000 Kilo. Das Team zählte runter. 3, 2, 1 und weg hier. Und ab geht's. Man spürt das Gewicht dieses riesigen Balles. Oh, Scheiße! Von den Autos blieb nichts übrig. Beim Aufprall hat die Abrissbirne Tempo 40 drauf, genau wie die Autos. Aber die Birne gewinnt. Autoteile flogen herum, Reifen, alles Mögliche. Mit so etwas muss man bei Fast and Furious immer rechnen. So machen wir das hier. Fast and Furious 8. Ab 12. April im Kino. Also zuhören, Team. Diese Crew ist eine Familie. Aber jetzt hat sich das Spiel geändert. Dominic Toretto hat uns verraten. Du wendest dich von der Familie ab? Ich weiß, es sieht schlimm aus, aber gebt ihn nicht so einfach auf. Wir haben nur eine Chance, diese Familie wieder zu vereinen. Tu das nicht, Dom. Bist du bereit? Eins kann ich dir garantieren. Dafür ist niemand bereit. Sie ist die absolute Definition von Hightech-Terrorismus. Es gibt tausende Autos in dieser Stadt und jetzt gehören sie alle mir. Jetzt weiß ich, wie es ist, wenn dir jeder Bulle der Welt am Arsch hängt. Stopp, stopp, stopp! Oh, verdammt! London? Abu Dhabi?
Kuba. Unsere Wege haben sich schon vorher gekreuzt, Doc. Du hast es nur nicht gewusst. Ich denke, ich muss dich daran erinnern, warum du dich entschieden hast, hier zu sein. Ich hatte keine Wahl! Wenn Sie Dom schnappen wollen, brauchen Sie ein wenig Hilfe. Können Sie mir verraten, warum Sie mich in einen Raum stecken mit diesem teeschlürfenden kriminellen Dreckspenner? Kann es sein, dass das enge T-Shirt dir die Blutzufuhr zum Hirn abschneidet? Du solltest eine Nummer größer tragen. Sie beide werden zusammenarbeiten. Liebend gern. Darauf habe ich gewartet. Wir haben einen Panzer. Jetzt bin ich dran. Boom, Baby! Die geben einfach nicht auf, was? Hast du gedacht, das wird ein Straßenkampf? Ist das ein Torpedo? Übernimm das Steuer! Was? Das ist verrückt! Dafür gibt's Extrapunkte. Ich weiß nicht, wieso du das machst, aber ich weiß, dass du mich liebst.